1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer donnerstags. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann könnt ihr das auch. Ihr müsst halt nur diese Nummer hier wählen, 0800 220 5050 oder ihr müsst mailen unter domian@wdr.de. Manuela ist die Erste heute Nacht. Manuela ist 43 Jahre alt. Ich grüße dich, hallo. Hallo Domian. Hallo Manuela. Ja, dein Thema. Ja, und zwar geht es nochmal um das Thema, was du gestern hattest, Haut und Haare. Ja. Und ich dachte mir, dass es ganz gut reinpasst. Nur heute hat es endlich geklappt. Freue ich mich auch, mit dir zu sprechen. Mhm. Und zwar habe ich vor ungefähr einem halben Jahr eine Labienkorrektur vornehmen lassen. Eine was für Korrektur? Eine Labienkorrektur. Ziemlich ungewöhnlich, der Name. Wie heißt das? Also, Labien. Labien. Was sind denn Labien? Labien sind Schamlippen. Sind Schamlippen? Ja. Die nennt man, habe ich noch nie gehört. Also Schamlippen schon, aber ja. Man nennt Schamlippen Labien. Ja, genau. So, Moment. Und eine Korrektur? Genau. Was heißt das? Also ich habe sie verkleinern lassen. Du hattest zu große Schamlippen. Richtig. Und die kann man verkleinern lassen? Habe ich auch noch nie gehört. Nein, also ja. Ich habe also wirklich auch ganz, ganz lange Zeit gebraucht, mich da anzuvertrauen. Ich habe nur halt gemerkt, dass es mich belastet. Mhm. Also, dass ich zum Beispiel nicht gern in die Sauna gegangen bin oder im Schwimmbad. Also, gerade beim Duschen war mir das immer... Also, so sehr sichtbar war das? Richtig, genau. Wie kannst du sie beschreiben? Wie groß waren sie, sofern man das so beschreiben kann? Oh, wie groß. Ja, also, so. Also, man sah das halt. Sah schon so 2-3 Zentimeter halt aus dem Intimbereich hervorgucken. War zu viel. 2-3 Zentimeter waren sie übergroß. Richtig, genau. Ja. Ja. So und dann hin und her und habe mich halt immer nicht so getraut, auch selbst mit meinem Frauenarzt nicht drüber gesprochen. Und irgendwann war der Leidensdruck dann aber doch so stark, ja, dass ich dachte, eigentlich ist ja doch der Frauenarzt, ja, in der Beziehung der beste Ansprechpartner. Ja, natürlich, ja. Wusstest du denn vorher auch, dass man die Schamlippen korrigieren kann? Nein. Nee, das hat dir der Frauenarzt dann vorgeschlagen oder erklärt? Ja, also das war halt so, ich habe halt ganz klar mit meinem Mann drüber gesprochen und er fand das also überhaupt nicht schlimm. Wie lange bist du verheiratet? Seid ihr verheiratet? Also seit 13 Jahren. Und ihn hat das nie gestört? Überhaupt gar nicht. Ja, aber es er ist hat auch sich nur halt immer gewundert, warum ich halt, er ist ein absoluter Saunagänger, warum ich sowas halt alles abblocke und... Irgendwann habe ich es dann halt auch thematisiert. So, und dann hast du es dem, aber lass uns nochmal auf den Gynäkologen kommen. Du hast es ihm gesagt. Und hat er dann versucht, das irgendwie klein zu reden, im wahrsten Sinne des Wortes? Oder hat er gesagt, okay, da können wir was machen? Ja, also das war wirklich so, dass ich dann irgendwann, war der Leidensdruck so groß, dass ich gedacht habe, also ich vertraue mich ihm an. Ja. War bei einer ganz normalen, alljährlichen gynäkologischen Untersuchung. Ja. Und habe dann meinen Mut zusammengenommen und habe halt gesagt, dass mir das halt zu groß ist und dass mich das halt belastet. Mhm. Und wenn ich halt wüsste, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt, ich das gerne machen lassen würde. Aha. Und dann war das auch wirklich so, dass er mich auch so richtig angenommen hat. Also ich fühlte mich dann auch so irgendwie gleich total verstanden. Also er hat das dann auch gleich vorgeschlagen, dass man chirurgisch da also was machen kann? Also er hat erstmal gesagt, ja, also es ist schon so und ich wäre nicht die Einzige. Also es war ja, ist ja dann auch so, dass du denkst, wenn du so ein Problem hast, bist du allein damit. Ja. Und es gibt halt Frauen, wo das mehr ausgeprägt ist und es wäre schon auch wirklich mehr als So, und dann hat er dich darüber informiert, dass man das chirurgisch, dass man die Schamlippen chirurgisch verkleinern lassen kann. Ja. Und hat er das dann gemacht oder musstest du es krank? Ach, er hat das gemacht? Ja, er hat das gemacht. Ambulant? Ja. Ambulant sogar? Mhm, genau. Nun stellt man sich als Mann, kann man sich da natürlich nicht richtig reindenken, aber so irgendwie denke ich mir, das muss doch irre Wege tun und sehr weh getan haben. Und ich glaube, erstmal waren meine Glückshormone so ausgebreitet, dass ich so wirklich die ersten 2 Tage überhaupt, ich dachte, das war's,
Och, das ist ja, also wenn ich das gewusst hätte, wie unkompliziert das alles ist, warum habe ich mich jahrelang damit so belastet? Also es wird einfach ein Stückchen abgeschnibbelt. Ja. Zack, zack. Ja. Und vernäht. Ja, das wurde verschweißt. Verschweißt, ah ja. Mhm. Mhm. Ja. Und da sind auch nicht irgendwelche kostbaren Nervenzellen kaputt gegangen? Nein, dass also die Empfindungen dann gar nichts? Also die Ängste, muss ich ganz ehrlich sagen, die kamen dann erst hinterher, dass ich so dachte, oh Gott, als auch sich dann so nach 2 Tagen allmählich dieser Schmerz einstellte. Ja. Also das war dann auch wirklich schon eine ganze Zeit, ich würde wirklich jetzt so sagen, 8 Wochen, wo es kompliziert wurde. Mhm. Und dann kam natürlich die Angst. Ja, man hat doch sicher dann auch Angst, dass die Sexualität irgendwie eingeschränkt ist. Ne? Richtig. Mhm. Das war wirklich meine größte Angst. Ja. Also ich habe wirklich gedacht, oh Gott, vielleicht habe ich mich jetzt noch mehr eingeschränkt, ja, weil sexuell da jetzt Probleme auf mich zukommen, die ja jetzt so eigentlich bisher ganz normal verlief. So, nun ist einige Zeit vergangen seitdem. Ja. Wie ist der Zustand? Gut. Perfekt. Perfekt. Also du hättest es schon viel früher machen lassen sollen. Ja. Eigentlich. Ja. Und wusstest es aber letztendlich nicht, ne? Genau. Geht. Also es gibt keine Einschränkungen, keine Nervenzerstörungen, nein, gar nichts. Nein. Also ich habe auch, da ich ja wahrscheinlich vom Kopf her jetzt auch viel freier bin, auch wirklich das Gefühl, dass es sogar noch besser intim jetzt funktioniert. Kann sein, weil du dich vielleicht auch viel mehr gehen lässt. Ja. Obgleich dein Mann keine Probleme damit hat. Nee, aber trotzdem. Nicht? Trotzdem. Man verfestigt ja dieses Problem für sich total selbst, ja, ja, dass man dann also wirklich auch blockiert. Ja, und da kann auch tausendmal auch jemand anders sagen, mir macht es nicht aus. Man selbst findet es dann doch nicht schön, ne? Genau. Und will es kaschieren oder dreht sich weg oder weiß ich was. Ja, ne? Genau. Ja. Und weißt du, das ist auch jetzt so der Grund vor allem, warum ich auch anrufe, weil es vielleicht Frauen gibt, das ist ja doch eine Hemmschwelle. Ja. Über sowas, weißt du, wenn du dir eine Brust vergrößern lassen willst oder die Nase korrigieren, das ist alles so, worüber man auch sprechen kann. Ich finde das wunderbar, dass du das hier erzählst. Und ich sage dir, in den vielen Gesprächen, die ich hier geführt habe, hat mir das noch nie eine Frau erzählt. Ja. Das heißt, man kann das jetzt hier mit publik machen, dass es möglich ist, dass die eine oder andere Frau nicht alleine damit steht. Ja, genau. Und vor allen Dingen, dass es ein einfacher, relativ harmloser Eingriff ist. Natürlich sollte man sich ausgiebig beraten mit den entsprechenden Ärzten. Ja, richtig. Aber man braucht nicht große Angst davor zu haben. Genau. Wie sieht denn das jetzt aus? Ist das alles so wie vorher oder gibt es doch kleine Narben? Oder? Gar nicht, überhaupt gar nicht. Ganz sauber alles. Nein, mein Mann sagt, es ist perfekt. Perfekt. Hast du und denn, ich selber fühle mich halt also wirklich auch wohl. Du bist jetzt 43 Jahre alt, 13 Jahre verheiratet. Ich gehe mir davon aus, dass du vor deinem Mann auch noch andere Männergeschichten mal hattest. Ja. Haben denn da die Jungs mal irgendwie abweisend reagiert auf die Zunge? Nee, gar nicht. Nie. Nee, gar nicht. Ich habe auch irgendwann mal zu meinem Frauenarzt gesagt, es ist mir also so auch gar nicht bewusst, dass es schon immer so ein Störfaktor war und dass es so groß war. Also irgendwann war mal der Punkt, wo es mich gestört hat. Gab es denn sogar Männer, die mal gesagt haben, Mensch, ich stehe auf so große Schamlippen? Meine Tochter, mit der hatte ich, also meine Tochter ist 23 und mit ihr habe ich auch dann drüber gesprochen und sie sagte, du Mama, ich kenne ganz viele Jungs, das war auch mal Thema irgendwie so unter uns und es gibt wirklich Jungs, die finden es ganz toll. Und habe ich nur gesagt, ja, das nützt mir aber nichts, weil ich habe ja das Problem. Genau, ja. Letztendlich ist es immer ganz entscheidend, was die betroffene Person persönlich empfindet und denkt. So ist es. Hat die Krankenkasse das bezahlt? Nein, ich habe also sowieso einen gynäkologischen Eingriff gehabt. Mhm. Damit war dann also die Narkose von der Krankenkasse übernommen. Aber ich musste halt den Eingriff selber bezahlen. Wie teuer war das? 300 Euro. Geht ja auch noch. Ne? Ja. Wenn man sich die anderen Schönheitsoperationen so vor Augen hält, wie teuer die sind, ist das ja... Richtig. Läuft das dann immer auch, wenn man sich, ich sag's mal, nur die Schamlippen verkleinern lässt, mit Vollnarkose, weißt du das? Oder... Also, für mich hat sich es wurde mir keine andere Alternative gestellt. Aber auf jeden Fall. Wurde mit Vollnarkose gemacht. Ist vielleicht auch besser so. Auf jeden Fall kann man danach dann nach Hause gehen, wenn man aufgewacht ist, nach einer gewissen Aufwachzeit. Genau. Und also ich denke, man bekommt halt in die Narkose auch Schmerzmittel noch rein. Ja. Also das ist alles irgendwie auszuhalten. Wann hast du deinen ersten Geschlechtsverkehr wieder haben können, nach dem Eingriff? Das hat eine Weile gedauert, aber wirklich mehr aus Angst. Also das hat schon so, denke ich mal, 12 Wochen gedauert. Naja, okay. Kann man auch mitleben. Aber mit ganz viel Vorsicht. Ja. Und ich würde sagen, so richtig genießen,
Ja, so nach 5, 6 Monaten. Aber dann eben mit ganz viel Freude. Ja, genau. Sehr interessant, Manuela. Schön, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Schön, dass es dir auch so gut geht. Und ich glaube, dass die eine oder andere Frau sicher jetzt sehr hellhörig geworden ist und dir genau zugehört hat, was du erzählt hast. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich jetzt anderen Frauen helfen konnte. Ich bin sicher, dass du es konntest. Alles klar. Daniel. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, ich danke dir. Tschüss. 0800 220 5050, unsere heiße Nummer hier im Studio, kostenfrei für euch, die auch gewählt hat Timo. Und Timo ist 26 Jahre alt. Hallo Timo. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, mein Thema ist auch Haare. Ich hatte gestern schon mal versucht, bin aber nicht durchgekommen. Ja. Und es geht darum... Ich stehe auf die Haare an den Beinen meiner Freundin. Aha, also auf behaarte Frauenbeine, sagen wir es so. Ja, genau. Also nein. Kann man, das ist bei anderen Frauen, ist das irgendwie eine Hemmschwelle. Aber bei meiner Freundin, das dürfen auch keine Haare sein, die jetzt irgendwie schwarz sind oder ziemlich dunkel sind. Das muss halt die Farbe sein, die meine Freundin hat. Ne? Also Moment, die Haarfarbe. Jetzt nochmal gefragt, stehst du generell auf behaarte Frauenbeine oder? Nein. Nein, also nur auf die behaarten Beine deiner Freundin. Genau. Das heißt, früher hast du gar nicht drauf gestanden, wenn du Freundinnen hattest, dass die behaarte Beine hatten. Ich hatte mal eine Freundin, die hatte einen behaarten Arm, blonde Haare. Ja. Das fand ich ziemlich, hat mich ziemlich angemacht, sag ich mal. Ich würde sagen, so fing's an. So fing's an. Wie sind denn jetzt die Beinhaare deiner Freundin? Ja, die sind jetzt unrasiert. Ja, ist mir klar. Welche Farbe die haben? Die sind so etwas bräunlicher. Nicht ganz schwarz und auch nicht ganz dunkel, sondern so hell, so dunkelblond kann man sagen. Ja, ist das so ein Flaum oder hat die junge Dame eher einen Pelz auf den Beinen? Nee, das ist eher ein Flaum, kann man sagen. Ja. Es sind schon starke Haare, aber es ist, es ist halt... Wie bei mir, nur meine Haare sind ganz hell, die sieht man kaum. Ne? Und wenn du diese behaarten Beine deiner Freundin siehst, wirst du radadoll. Dann könnte ich anfangen, mit ihr Sex zu haben. Ja, so habe ich es mir auch gedacht jetzt, ja. Also ganz klar, eine sexuelle Stimulation geht davon aus. Ja, klar, aber es ist nicht der zentrale Stimulationspunkt, sag ich mal so. Ne? Nee, aber schönes Beiwerk. Ja, genau. Und ja. Wenn deine Freundin sagen würde, Mensch, ich rasiere mir jetzt die Haare, ich will dieses Zeug nicht das mehr haben. Das ist das Ding. Und zwar, wenn sie jetzt anfängt, ewige Röcke zu tragen, ja? Dann finde ich es okay, wenn die rasiert sind. Aber ich habe vorhin auch schon deinem Kollegen gesagt, wenn wir mal irgendwie so im Bett ein bisschen kuscheln oder so und ich dann so übers Bein streiche und mir das Bein angucke, das finde ich total geil. Das gibt doch alles gar keinen Sinn bei dir. Also wenn sie einen Rock anhat, dann willst du, dass sie rasiert ist. Ja, weil dann ist es ja auch so, dann gehen die vielleicht in die Öffentlichkeit und andere Leute sehen das und dann denken die vielleicht, wie sieht die denn aus oder so, weil es gibt ja viele Männer, die stehen halt nicht drauf. Ja. Also, ich möchte halt, dass sie sich so präsentiert, dass alle Männer denken, wow. Du willst natürlich angeben mit deiner Freundin. Angeben nein, nicht. Nein, du willst stolz sein. Ja, aber ich für mich persönlich, wenn wir in vier Wänden sind, dann ist es für mich einfach das Schönste. So, ne? Du kannst ja nicht beides machen. Wie läuft sie im Moment rum? Also sie ist unrasiert, wie du gerade sagtest. Ja. Unrasiert, Aber ich denke mal, zur Sommerzeit wird es dann wieder rasiert sein. Ne? Ja. Wie ist es so im Schamenbereich? Ist dir das wurscht oder magst du es da auch lieber rasieren? Das ist mir wurscht. Ja? Das ist egal. Aber das Ding ist, deswegen ich auch anrufe, ob es vielleicht noch andere gibt, die auch diesen Fetisch haben wie ich. Achso, du willst also eine Gruppe gründen. Ja, das Gruppe, sondern nur halt über dieses Statement zu haben, bin ich jetzt irgendwie Einzelgänger oder ist es vielleicht unnormal? Oder bin also, ich Timo, mit Sicherheit ist es nicht unnormal. Mit Sicherheit bist du nicht Einzelgänger. Es gibt sicher Unmengen von Männern, die auch darauf stehen. Natürlich, ich wage mal wieder eine Prognose, dass die meisten Männer eher so auf die rasierte Schiene scharf sind. Aber es gibt sicher auch eine ganze Menge Männer, die auf... Ich komme mir da schon irgendwie teilweise ein bisschen blöd bei vor. Nein. Ne? Und wenn ich meiner Freundin das erzähle, die fängt dann zu lachen, ne? Und sagt, sag mal, hast du einen an der Birne? So, ich finde es nicht blöd, ich finde es völlig noch okay. Also wenn es weiter nichts ist, dann ist Timo noch stinknormal, finde ich. Ja, wirklich. Also okay, wenn sich bei uns jemand per E-Mail meldet, gehen wir gerne an dich weiter. Und dann könnt ihr Jungs euch zusammensetzen und könnt eure Erfahrungen austauschen über die behaarten Frauenbeine. Ja, also ich frage mich auch, woher kommt das, dass da sowas steht, ne? Ich glaube, das kann man im Sexuellen nie sagen, woher das kommt. Der eine findet das toll, der andere jenes und der eine die Form, der andere die Form. Ist es, glaube ich, Sexualität ist so irrational und so tief in der Seele verankert, ich weiß es nicht. Also ich finde, du kannst damit leben. Ja, ich kann damit leben. Ja. Und ich verspreche, wenn sich jemand meldet, reichen wir es an dich weiter. Okay. Tschüss, Timo. Danke dir, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Roland, 39, hallo.
Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, hallo, Roland. Mein Thema wäre ein 3D-Chat. So, weißt du, was du jetzt zuerst mal machst? Du machst das Radio und den Fernseher ganz leise. Hab ich. Weil ich mich nämlich gerade das Echo gehört habe und das geht nicht. Ich habe das gemerkt, okay. Ja. Was, ein 3D-Chat? Aha. Was ist denn das? Das ist so vorstellbar, und zwar, du kennst die ganz normalen Chaträume. Ja, kenne ich, ja. So, wo du halt einfach schreibst und so und genau. Siehst aber eigentlich nichts. Genau. So, und dieser 3D-Chat nennt sich Move.de und da hast du Püppchen. Püppchen? Aha, die bewegen sich wie so Zeichentrick, mehr oder weniger. Ja, die sehe ich dann auf meinem... Richtig, vor deinem Monitor. Du sitzt ja. Richtig davor. Ja. Und du bewegst die. Du hast Räume, die kannst einrichten mit Möbel, mit Bilder. Mit ach, wie lustig. Private Sachen. Ist cool. Also es hat was. Es ist schöner wie das... Jetzt bin ich natürlich gleich wieder auf einer ganz anderen Schiene. Okay. Ich sehe diese... Nein, ich bin schon auf deiner Schiene, aber ich assoziiere gerade etwas. Ich sehe jetzt diese Püppchen da. Ich sehe gleich nackte Püppchen. Richtig. Und wie ich dich kenne und einschätze, Roland... haben die Püppchen auch viel Spaß miteinander? Nackt natürlich, oder? Das kann man unter anderem machen, richtig. Das ist ja lustig. Also du bist dann ein Püppchen. Richtig. Und der andere Chat-Teilnehmer ist das andere Püppchen. Ganz genau. Und das kann der sich eben durch diesen Chat selbst erstellen. Ja. Oder halt eben, es sind schon vorgegebene Püppchen hier. Ja. Also Püppchen, das hört sich immer komisch an, aber es sind Püppchen im Endeffekt. Püppchen. Es gibt auch ein Püppchen-Sex. Püppchen-Sex, wie lustig. Aber die sind, diese Püppchen sehen richtig aus wie Menschen. Die kann man so bauen, ne? So programmieren. Ja, Logo, die bewegen sich, also Arme, Beine, Kopf, alles. Ja. Wie soll man es erklären? Die machen Posen zum Beispiel. Die machen alles. Aber du wirst jetzt bestimmt nicht da mit jemandem chatten und eure Püppchen backen Plätzchen oder so. Naja, ich meine, du kannst dem Bübchen einen Kuchen hinstellen, der bückt sich beißt da rein und wird fett. Also lass uns gleich Butter bei die Fische legen. Okay. Ich gehe davon aus, dass du Püppchensex machst. Jein. Also ich habe eine sehr gute Chatpartnerin. Ja. Und wir sind uns einfach einig. Real ist real. Ja. Und da geht nichts drüber. Ja. Und was hier im Chat abgeht, das ist unsere Sache. Also es ist unter anderem Püppchensex mit dabei. Ja. Das heißt, du hast eine feste Chatpartnerin, richtig. Triffst dich in irgendwelchen Chaträumen mit ihr. Wie, ist das jetzt ein spezielles Programm mit diesen Püppchen oder wie kann man die raufzaubern auf dem Bildschirm? Also dieses Programm selber, wie gesagt, ist Move. Und die geben das alles vor. Also diese, es gibt Posen auch. Also das ist mehr oder weniger ein reiner SM-Chat. Ach, jetzt kommen wir mal der Sache langsam näher. Es wird ja immer schöner. Püppchen und dann noch SM, ja, SM-mäßig. Du kannst deine Sklavin voll ans Andreaskreuz nageln. Der ist ja abgefahren. Cool. Was ist denn dein Püppchen? Ist das Devot? Also ich habe den Dom. Also du bist das dominante Püppchen. Genau, ich bin der Sir Amistad. Und kannst dich dann auch als Püppchen so herrichten, wie du es gerne möchtest? Mit Maske, mit fetter Peitsche und sowas, das kannst du? Es ist machbar, ja. Es gibt Leute, die haben gewisse Homepage und da kannst du dir gewisse andere Püppchen wiederum runterladen und mit denen bewegst dich halt. Oder du nimmst halt diese Studio Act, also Act ist eigentlich dieser Begriff vom Chat selber. Für dieses Püppchen nennt sich Act, also Aktor. Das ist ja völlig irre. Man sich vorstellt, dass erwachsene Menschen dann vor dem PC sitzen, nicht miteinander sprechen, sondern tippen, das heißt chatten und dadurch ein Püppchensex inszenieren. Ja. Ein SM-Püppchensex. So ist es. Also wenn ich zu ihr sage, knie dich, dann knie die sich. Wenn ich sage, steh auf, steh die auf. Wenn sie zu mir sagt, was weiß ich, nimm mich, na dann nehme ich sie. Du hast gerade hier gesagt, bist du im Netz im Moment? Im Moment ja. Also ich habe ihr gerade gesagt, dass ich bei dir anrufe. Und sie schreibt jetzt mir die ganze Zeit nur, ich kann jetzt das nicht heißt, schreiben, ich grüße sie jetzt einmal ganz recht. Das ist ja unglaublich. Während wir hier sachlich miteinander reden, betreibt ihr parallel schmutzigen Püppchensex. Nein. Wir umarmen uns momentan nur. Ah ja. Sagst du mir jetzt hier so? Nein, ich gebe dir mal Wort drauf, als Mann. Hör mal, das ist ja schön und lustig irgendwie. Ja. Aber es gibt doch auch... das habe ich hier auch schon einige Male erfahren und gehört. Auch die Variante mit dem Chemsex. Ist das nicht viel interessanter, wenn man sich leibhaftig dann sieht mit einer kleinen Kamera? Sagen wir so. Das ist für manche vielleicht recht reizvoll. Ja. Aber irgendwann wird es billig.
sage ich, ich habe das auch schon gesehen, ich habe das auch schon miterlebt, sag ich mal, aber selber daran beteiligt. Ne? Ich war als Voyeur tätig, also mit Absprache halt, ne? Aber es ist schon lange her. Ja. Auf jeden Fall. Und dieses SM, sag ich jetzt einmal in Anführungsstrichen, du kannst es halt, was hier Möbel und Spielsachen, das kannst du real dir gar nicht leisten. Ja. Da kannst du halt einfach deinen Fun haben. Also es ist ein richtig, ihr steigt richtig ein in eine fulminante Fantasiewelt. Richtig. Ne, die dann exemplarisch, und die Püppchen stehen exemplarisch für diese Welt. Ganz unter genau. anderem. Wenn du diese Püppchen, wenn es dann hart zur Sache geht zwischen den Püppchen, erregt dich das dann auch? Unter anderem. Das weil heißt, sie schreibt ja. Ja. Meinetwegen, ich sag das jetzt krass, wie es ist. Ich leg dir deinen Schwanz. Ja, so. Es ist logisch, diese Worte, das ist der Zauber. Ja. Ja. Und dann tut das Püppchen das auch, ne? Ja, na, auf alle Fälle. Ja. Und wenn du das dann gelesen hast und auch noch siehst, gehst du ab? Kann passieren, ja. Kann passieren. Ja. Kann passieren. Ja. Es kommt halt immer darauf an, wie die Worte gewählt sind. Also diese Püppchen selber, die können ja Töne erzeugen, meinetwegen wie stöhnen oder ach, das geht auch noch. Oder küssen, lass doch mal so ein Püppchen stöhnen. Können wir das hören? Geht das? Ich kann auf laut machen, warte ja mal ganz kurz. So einen richtigen geilen Stöhner will ich mal hören. Oh Gott, meine ist nicht so geil, wo ich habe. Okay, versuch das aber, warte mal. Also hier, das nennt sich Sound, ne? Ja. Bei mir ist Thema, Moment. Moment, ist dieser leise. Der Blödmann. Sorry. Das war sie jetzt. Da war was. Nochmal, du hast dazwischen gehört. Ganz kurz. Ich gebe dir mal einen Schrei. Hast du das gehört? Ja, das haben wir schon gehört. Da wird einem eher ein bisschen Angst und Bange, als denn, dass man da erotisiert wird. Aber ja, es ist SM. Das war ja ein Schrei. Das war ein Schrei. Pass auf, ich gebe da mal das Stöhnen. Nicht schlecht. Nee? Nochmal bitte, nochmal. Moment. Erriecht dich das, Domian? Das ist sie jetzt. Das ist sie. Und das bin ich jetzt. Warte. Also dieses Tüppchen halt eben. Ja. Oh. Ja. Ja, das war schnell. Das war sie. Das war schon eine Nummer heftiger. Also. Ja, aber man kann dich schon anders haben machen. Sag mal, und diese Frau, mit der du diesen Püppchensex hast, die kennst du auch real? Nein. Nee? Nein. Achso, ich dachte, ihr würdet euch dann auch irgendwann mal real treffen. Es ist so, wenn so vornherein klar ist, also dass man liiert ist oder so, ne? Ja. Dann lässt man das auch gut sein, was? Dann ist man einfach real nicht zusammen, sondern man genießt den Zauber. Also. Verstehe, du bist liiert. Ich bin solo, aber sie ist verheiratet. Ach so. Mhm. Dann ist das halt eine Cybersex-Welt, ne, in der du da lebst mit ihr. Ja. So kann man sagen. Doch. Wie oft geht's? Ich soll dich grüßen von ihr. Das ist ja nett. Ich grüße zurück. Grüß ihn von mir, bitte. Sag mal, Roland, wie oft gehst du da rein? Wie oft machst du das? Also ich bin jetzt, seitdem, dass ich sie kennengelernt habe, das ist jetzt seit dem 9.4., sag ich, kann man fast täglich. Fast täglich. Aber kommt man denn da nicht irgendwann so in die Stimmung? Also irgendwann wiederholt sich das ja dann irgendwann mit dem Chatten und mit dem Püppchen und so weiter, dass man doch denkt, Mensch, ich will die jetzt mal wirklich sehen. Gut, der Gedanke, der ist ja da, aber ne? Wie schon gesagt, also ja, ich verstehe schon. Bleibt real. Aber ist nicht so ein Gefühl des Unbefriedigtseins dann irgendwann doch da und man denkt, oder lass uns doch mal telefonieren wenigstens, dass wir die Stimme. Das haben wir schon. Dann geht aber wie gesagt, alles recht freundschaftlich und einfach. Ja. Erwachsenenverhalten. Also das ist ja abgefahren. 3D-Chat heißt das, ne? Ja, kommt gut. Kommt gut. Lad dir den einfach einmal runter. 3D-Chat. Ich werde mich kundig machen. Das finde ich sehr spannend. www.move.de. Okay. Also viel Spaß noch, euch beiden. Ne? Alles dann klar, Domian. Sollen die Püppchen jetzt zur Sache kommen? Ja, die kommen jetzt dann nachher zur Sache. Ja, alles Gute dir. Bleib danke. Gesund und an deine Redaktion. Dankeschön, ich richte es aus. Jo, tschüss. Tschüss. Daniel, 25, guten Morgen. Guten Morgen, hallo, Domian. Hallo, Daniel. So. Also, ich habe ein großes Problem. Ja? Und zwar, meine Freundin ist schwanger. Mhm. Aber der Hammer ist, ich bin zeugungsunfähig. Oh. Das heißt, sie muss mir fremdgegangen sein. Wie lange seid ihr ein Paar schon? 4 Jahre. Mhm. Weiß sie, dass du zeugungsunfähig bist? Nein, das weiß sie nicht. Ich habe den Test heimlich gemacht. Wann hast du den gemacht? Vor einem Jahr jetzt. Warum hast du den vor einem Jahr gemacht? Mal einfach so? Weil wir haben es schon ein Jahr davor probiert. Ja. Und es hat nie geklappt. Ja. Dann wollte ich halt wissen, ob es nur an mir liegt oder an ihr. Mhm. Aber warum hast du es ihr dann nicht gesagt, nachdem du den Test gemacht hast? Ich weiß nicht, ob sie es da verloren hätte. Ach so, aus Angst? Ja, die Angst ist da halt, dass sie verloren hätte, dass sie dann nicht mehr will. Was hast du denn gesagt, wie der Test ausgefallen ist? Von dem Test weiß sie noch gar nichts.
Ach so, das hast du damals alles heimlich eingetötet und dann für dich behalten auch. Ja. Und da ist definitiv rausgekommen, dass du zeugungsunfähig bist. Ja, ich war auch bei zwei Ärzten, ich wollte zwei Meinungen und die haben mir beide das Gleiche gesagt. Ja. Und jetzt kam sie halt vor 4 Monaten und... Vor 4 Monaten? Sagt zu mir, sie ist schwanger. Boah, dann trägst du jetzt seit 4 Monaten dieses Gefühl mit dir herum oder dieses Problem, diese Angst. Mhm. Mit wem hast du bisher drüber gesprochen? Also mein Vater weiß davon, mit denen habe ich auch die Tests gemacht. Mhm. Und ja, ich weiß halt nicht, ich weiß ja mir keinen Rat. Mhm. Mhm. Ich bin da medizinisch natürlich nicht so bewandert, aber mich überzeugt schon, wenn du sagst, ich war bei zwei Ärzten und beide haben das gesagt. Wenn du jetzt bei einem gewesen wärst, dann würde ich sagen, vielleicht gibt es auch da Ausnahmen und dann funktioniert es vielleicht doch nochmal. Ist das eine aufwendige Sache, dieses herauszubekommen für einen Arzt? Ist das teuer, dauert das lange? Und also kostspielig ist es schon, lange dauert es eigentlich nicht wirklich. Mhm. Es ist halt nur, dass ich halt denke, dass sie mir fremd gegangen sein muss und es muss so sein, weil wenn mir zwei Ärzte sagen, dass ich keine Kinder zeugen kann, dann... Wird man hellhörig und sehr skeptisch, ging mir genauso. Genau. Und die, es deutet ja schon alles darauf hin, dass sie es getan hat. Warum sprichst du sie nicht darauf an? Ich habe Angst, dass es vielleicht doch nicht so ist und ich sie dann verliere. Warum solltest du sie dann verlieren? Ja, ich weiß es nicht. Falls sie fremd gegangen ist, verlierst du ja eh und je, weil dann würde ich ja Schluss machen. Ja. Aber ich habe eigentlich Angst vor dem Ergebnis. Du hast letztendlich Angst vor der Wahrheit. Genau. Mhm. Dass mir dann wirklich was gesteht und dann ist sie halt weg, ne? Mhm. Für den Fall, dass, nehmen wir mal an, das Kind dann doch von dir ist. Ja. Ich meine, es gibt ja Zeichen und Wunder, vielleicht. Hättest du dann auch Angst, ihr das alles zu sagen, dass du schon diesen Test gemacht hast und so weiter? Ja, auf jeden Fall, ich hätte die Angst. Weil was wäre, wenn, denkst du vielleicht, ich hätte ihr nicht vertraut und weiß ich nicht, nachher wird die Beziehung dann ganz am Ende. Also ich würde sagen, Daniel, wenn die Frau, deine Freundin deshalb Schluss machen würde, fände ich das ausgesprochen bedauerlich und schlimm auch. Ja. Ich kann das schon irgendwie, natürlich hättest du es ihr sagen müssen vor einem Jahr. Keine Frage. In einer Beziehung, wenn man so lange zusammen ist, muss so viel Vertrauen da sein, dass man das sagt. Aber nun gut, du hast es begründet, du hast Angst gehabt, dass sie dich verlässt. Das ist jetzt mal so. Das ist auch nicht so schlimm. Finde ich nicht so einen schlimmen Fehltritt. Der Fehltritt ihrerseits wäre natürlich jetzt um ein Vielfaches größer. Ja. Und ich habe auch mal so ganz in ihr Handy geguckt, so ganz klein heimlich. Mhm. Und da habe ich jetzt auch nur ihren Namen gefunden. Das war ja eigentlich unser Handy, wir hatten nur ein Handy. Mhm. Und da habe ich jetzt nur einen Namen gefunden, so den Namen Yeti und halt so welche Namen, die da vorher nie drin standen. Mhm. Also es führt kein Weg dran vorbei, sie anzusprechen, mit ihr zu reden. Wohnt ihr zusammen? Ja, wir wohnen zusammen. Da führt kein Weg dran vorbei. Was willst du denn machen? Was ist denn die Alternative? Jetzt das Kind zur Welt kommen zu lassen und jeder Monat, der vergeht, wächst in dir das Misstrauen, das Unbehagen. Das geht doch nicht. Nee, das ist auch nicht wirklich so. Wir haben uns jetzt auch gestritten. Ja, klar. Das staut sich ja in einem auf dann. Weil wenn sie zu mir kommen, ein Bettchen kaufen und so, dann ist ganz klar, dass ich da komisch drauf reagiere. Ja, weil du auch eine Distanz zu dem werdenden Menschen da hast, ne? Ja, genau. Ja, du musst reden. Und mit allen Konsequenzen, die eventuell damit verbunden sind. Oh. Was machst du? Du hast es gerade schon gesagt, aber ich frage es trotzdem nochmal klar. Was machst du, wenn sie dir das gesteht? Dann ist es vorbei für mich. Also es gibt da keine, dass du sagst, okay, ich akzeptiere das Kind und ich liebe die Frau so sehr, wir kriegen das irgendwie schon hin? Ich meine, es würde gehen, aber dann auch nur wegen ihr. Und ich weiß dann nicht, was mit dem Kind wäre, ob ich es akzeptieren würde wirklich oder ob es jetzt nur wegen ihr wäre. Also es wäre, ich weiß es nicht. Also mit deinem Vater, sagtest du gerade, hast du drüber gesprochen? Mit meinem Vater habe ich drüber gesprochen. Was sagt er? Er meint auch, er sagt mir nur, ich soll das Richtige tun. Der hängt sich da nicht rein, aber wenn sie fremdgegangen wäre, hat er gesagt, dann, und die hat das Kind von dem anderen Mann, dann sollte ich wohl auch Schluss machen. Mhm. Weil ich meine, das Vertrauen ist dann auch gebrochen, voll und ganz, ne? Ja. Wobei das ist jetzt für mich der über- oder übernächste Schritt. Der unmittelbar bevorstehende Schritt ist zu sprechen. Ja. Und dann muss man weitersehen. Mhm. Vielleicht bist es ja doch. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wenn man schon zwei Tests gemacht hat, dass man vielleicht dann doch, ich weiß es nicht, ich will ja auch keine falschen Hoffnungen da machen. Mhm. Aber erst durch ein Gespräch werden die Karten neu gemischt bei euch. Das heißt wohl, ich muss da durch. Du musst da durch. Und so, ich würde dir raten, das so schnell wie möglich zu machen. Morgen. Mach es morgen. Mhm.
dann werde ich es morgen wohl tun müssen. Es wird zwar hart, aber muss ich durch. Ja, das ist wirklich hart. Da hätte ich auch Bammel vor an deiner Stelle. Aber das geht nicht anders, das musst du machen. Okay. Daniel, toi toi toi. Alles klar, danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Wiederhören. Hier ist Sandra. Hallo Sandra. Hallo Domian. Du bist 26. Ja, ich bin 26. Das ist schön. Um was geht's bei dir? Also ich bin seit ungefähr 1,5 Jahren süchtig danach, mir die Karten legen zu lassen. Dir die Karten legen zu lassen? Ja. Aha. Warum? Also es ist folgendermaßen, und zwar, ich hatte einen Freund, mit dem ich 3 Jahre zusammen war. Ich habe mich vorher auch selbst schon mit Karten beschäftigt, also das kam jetzt nicht ganz plötzlich. Mhm. Und ich bin dann zufällig auf eine 0800er Nummer gestoßen, also so eine kostenfreie Nummer, unter der man sich einwählen konnte, weil ich habe mich vorher schon so mit Astrologie beschäftigt, habe mir dann mal eine Zeitschrift geholt, da haben die geworben. Und ich habe mich da eingewählt, das erste Gespräch war dann gratis und bin dann halt so auf dieser Line hängen geblieben. Das hat sich dann immer so weiterentwickelt, also 1,5 Jahre geht das jetzt. Aber die Gespräche waren hinterher dann nicht mehr gratis? Nein, die sind dann kostenpflichtig. Also die ködern einen am Anfang mit der 0800er Nummer und dann wird's teuer. Über die kann man sich immer einwählen. Ah ja. Aber man kriegt dann eine PIN und eine Mitgliedsnummer. Das heißt, du lässt dir die Karten über Telefon legen. Ja, genau. Du gehst nicht zu einer Kartenlegerin hin? Nein. Ja, war ich auch schon, aber das war einmal, also bei einer Kaffeesatzleserin. Aber ja, nee, ich lasse mir die ausschließlich am Telefon so legen. Und das geht jetzt seit 1,5 Jahren so? Ja, knapp 1,5 Jahre. Wie viel Geld hast du dafür schon ausgegeben? Boah. Ja, das will ich wissen. Tausende? Tausende von Euro? Euro. Ja, also im Schnitt brauche ich im Monat 250 Euro. Es war noch schon mehr. Wow. Ja. Kannst du dir das so leisten oder hast du schon Schulden gemacht? Ja, es wird halt immer eng. Und ich habe es dann auch irgendwie geschickt gemacht, sage ich jetzt mal. Ich habe dann, was heißt geschickt? Das war natürlich für mein Umfeld schon nervig, aber ich habe dann halt sämtliche Leute da angemeldet, um immer das erste Gratisgespräch zu bekommen. Jetzt sag mir mal, wie geht das dann ab? Du rufst da an und dann sagt dir irgendein Mensch da an der anderen Seite, wie du jetzt zum Beispiel dich an dem vielleicht bevorstehenden Tag verhalten sollst. Also gibt der richtige Lebenstipps. Es gibt ja unterschiedliche Varianten. Mhm. Also es gibt ja 0190er-Nummern. Ja. Da werde ich direkt durchgestellt. Ja. Und dann gibt es so ein Portal, das ist diese 980er-Nummer, das sind riesige Unternehmen. Die haben so um die 400 Kartenleger. Ja. Astrologen, Hellseher, aber ich lasse mir vorzugsweise immer die Karten legen. Ja, sag du mir mal, wie du dich bedienen lässt. Ja, es gibt unterschiedliche Kartendecks. Und ich bevorzuge bestimmte Kartendecks, die dann ein großes Bild auslegen, wo sie verschiedene einzelne Personen sehen, beschreiben können und so die Tendenz. Also eine Tendenz, quasi ist das immer so, die sagen dir etwas voraus und geben dir Lebenshilfe, wie du dich in der nächsten Woche verhalten sollst. Naja, was heißt, wie ich mich verhalten soll? Das nehmen sie sich fast immer gar nicht raus. So, du sollst das und das machen, sondern sagen, also wie die Tendenz ist. Die sagen, es kann sein, dass eine interessante Person auf sie zukommt. Ja, genau. Ja, da sind sie sich dann meistens schon sehr sicher. Achso, und sie sollten dieser Person freundlich begegnen oder so, irgend sowas. Ja, ob sie gut situiert sind, ob sie aus meinem Freundeskreis kommen, solche Dinge. Ja. Stellst du auch konkrete Fragen? Ja. Wenn du in ein Lebensproblem bist, dann sagst du, was sagen die Karten? Soll ich das machen, soll ich das machen? Ja. Sowas. Und kriegst dann immer Antworten, die dich befriedigen? Nein. Nein. Ich krieg nicht immer Antworten, die mich befriedigen. Es hat schon was mit einer gewissen Erwartungshaltung zu tun. Und sagen die immer so Sachen, die Sachen voraus, die dann auch eintreten? Ja. Ist schon passiert. Also ich habe so einen ganz, ganz spezifisch. Ich wollte sagen, wobei das wahrscheinlich immer so allgemeine Sachen sind, die treffen fast auf alle zu, ne? Nee? Naja, also ich habe jetzt inzwischen knapp an die 60, 70 Kartenleger kennengelernt. Ich komme ja auch selbst schon, ich habe ja vorher selbst schon Erfahrungen mit Karten gesammelt, weil ich das selbst praktiziert habe. Und natürlich gibt es immer welche, wo du gleich merkst, okay, der hat jetzt weniger Erfahrung, der macht das in den ersten wenige Wochen. Aber dann gibt es welche, die sind top geübt oder die machen das schon seit Generationen und die haben das dann schon richtig raus. Was ist denn das Interessanteste, was dir diese Kartenleger, es sind ja immer andere, mal gesagt haben? Und was dann auch passiert ist? Ja. Also ich rufe ja immer wegen meinem Ex an, also es hängt schon sehr mit meiner Beziehung zusammen, das ist natürlich auch eine Abhängigkeitsfrage, ne? Hat schon was mit Abhängigkeit zu tun. Und ich rufe immer an, wenn es um meinen Ex geht.
Aber der ist ja dein Ex, ne? Ist ja mein Ex-Freund, ja. Und ich frage immer, wie es so bestellt ist, weil das ist immer so ein langes Hin und Her, wir kommen nicht richtig voneinander weg, auch nicht richtig zusammen. Und dann frage ich immer gerade so, wie sieht's aus? Und dann hat mir einmal eine Italienerin gesagt, es war eine Italienerin, die hat dann gesagt, pass auf, der fährt immer um dein Haus rum. Nein, habe ich gesagt, das gibt's nicht, das glaube ich nicht. Dann hat sie gesagt, und der hatte einen schweren Autounfall. Nein, habe ich gesagt, das wüsste ich. Doch, sagt sie, das Auto ist total schaden und er muss eine leichte Verletzung haben. Nein, sage ich, das glaube ich nicht. Und ich habe wochenlang dann keinen Kontakt mit ihm gehabt und Wochen später habe ich dann mal mit ihm telefoniert und dann sage ich, ja Mensch, wie geht's dir? Schön, dich zu hören. Ja, mein Auto ist total schaden. Nee. Hast du dich verletzt? Ja, ich habe eine Verletzung am Knöchel. Nee, das gibt's nicht. Und dann konnte ich auch nicht umhin. Dann hat mich das so, das hat mich so gekribbelt, ihn dann zu fragen, so, sag mal, beobachtest du mich? Fährst du, weil der wohnt 20 Kilometer von mir weg, ne? Ja, fährst du zwischendurch bei mir im Haus vorbei? Ja, schon. Also es hat schon gestimmt. Er hat mich wohl beobachtet. Also das liegt dann bei den Karten so im Haus. Ja. Er liegt dann halt in der Nähe meines Hauses. Oder man sieht auch, das Pferd. Also diese Auskunft war natürlich Gift für dich, ne? Weil du dadurch bemerkt hast oder glaubst, dass die wirklich etwas vorhersagen können und dadurch die ganze Sache für dich glaubhafter wird. Und du dann noch öfter anrufst. Nein, also ich komme schon in den Zwiespalt, ne? Also ich bin oft irritiert, unsicher. Und ich rufe im Prinzip oder im Grunde an, um einen gewissen Glauben halten zu können oder eine gewisse Hoffnung am Leben halten zu können. Was den Ex anbelangt. Ja. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Denn allein so eine Frage ist schon unsinnig. Er ist dein Ex. Mhm. Dann zu fragen, wie sieht es denn so aus? Oder wie hast du es gefragt? Wie war die Formulierung? Wie geht es ihm? Oder was? Die Frage ist eigentlich immer, ob die Tendenz wieder da ist, dass man zusammenkommt. Mhm. Ja, aber was bringt dir das? Dann sagt dir irgendein Kartenleger, er mag ja auch recht haben oder nicht recht haben. Mhm. Lass doch die Zukunft so auf dich zukommen, wie die Zukunft für dich gedacht ist. Das sagen die auch. Gut. Lass es mal laufen. Ja gut, was hat es für einen Sinn, sich vorher die Karten legen zu lassen? Gar keinen Sinn. Im Gegenteil, es kann einen nur irritieren. Es kann einen vielleicht sogar autosuggestiv irgendwie manipulieren. Ja. Das wäre möglich. Oder es kann dich in ein Abhängigkeitsverhältnis bringen, so wie es bei dir der Fall zu sein scheint. Ja, also ich mache schon jetzt auch Therapie, ne? Soweit ist es schon. Ja. Soweit ist es schon. Mhm. Ja. Also ich glaube ja durchaus, dass manche Menschen so etwas können. Aber ich will gar nicht diese Dienste in Anspruch nehmen. Nicht, weil ich die Dienste schlecht, also weil ich die Arbeit der Leute schlecht finde, aber ich möchte es für mich gar nicht wissen. Ja. Weil ich bin ein bisschen anders. Ich habe da ein bisschen anderen Standpunkt. Also wenn man jetzt innerlich gefestigt ist oder stabiler Mensch ist oder ein Urvertrauen hat, dann geht es. Und das fehlt mir einfach. Und ich habe auch nicht die Geduld. Ich bin ein unheimlich ungeduldiger Mensch. Und es hilft mir einfach immer zu sagen, okay, bleib in der Warte. Aber die Gefahr ist natürlich ganz, wie du sagst, manipuliert zu werden, irritiert total, zu sein. Total. Ja, schon, auf jeden Fall. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man da schnell angefixt ist und wirklich in so ein Abhängigkeitsverhältnis kommt. Und dann nochmal und morgen, ich rufe morgen wieder an. Mal sehen, was sie jetzt sagen und so weiter und so weiter. Ne? Also ich hab auch schon dem Kollegen erzählt und zwar, wenn ich mir die Karten legen lassen, dann gab es Leute, die dann immer gesagt haben, Mensch, bei dir liegt aber eine Spiritualität, machst du das selbst? Ja, ich mach das selbst. Mhm. Ja, Mensch, warum lässt du dir die Karten von uns legen? Komm halt an die andere Seite, leg die Karten. Mhm. Dann habe ich mich echt breitschlagen lassen, auf so einer Line zu arbeiten, habe auf einer Line gearbeitet, habe das in der umgekehrten Variante gemacht, habe den Leuten die Karten gelegt und ich habe es echt erlebt, dass da Leute anriefen, Mütter von Töchtern in meinem Alter, also die Töchter waren so alt wie ich, wo die Mütter gefragt haben, kommt meine Tochter wieder mit ihrem Freund zusammen? Und mein Mann darf das gar nicht wissen, weil ich habe schon Tausende von Euro ausgegeben. Also ich bin durchaus kein Einzelfall. Ne? Ja. Und das kommt jetzt immer glaube ich schon, ja. Aber ich finde es wirklich absurd. Ich finde es wirklich absurd und auch schlimm. Ich finde es schlimm, weil man, also wenn du jetzt auf der anderen Seite arbeitest, trägst du ja auch eine hohe Verantwortung. Verantwortung, und die konnte ich dann auch nicht tragen. So. Nach 14 Tagen habe ich dann gesagt, Schluss, ich kann das nicht. So, du bist jetzt deshalb in einer Therapie, in einer ganz normalen Psychotherapie. Ja. Ja. Hast du denn aber du rufst immer noch an im Moment. Ja. Du kannst doch deine Leitung sperren lassen. Für diese Nummern. Ja, ich habe ein Handy und das läuft ja immer noch über das 0800 Einwahlverfahren, wo der Anruf erstmal kostenfrei ist und es läuft dann über das Bankeinzugsverfahren. Ja, also gibt es da keine technischen Möglichkeiten, auch diese 0800-Nummer? Ich habe überhaupt kein Festnetz und als ich noch Festnetz hatte, weil das war noch so, ich habe so viel telefoniert, dass es irgendwann gesperrt wurde, aber ich hatte schon von vornherein zum Beispiel die 0190er gesperrt und sperren lassen. Ja. Wie lange bist du jetzt in der Therapie schon? Knapp ein Jahr. Ach, auch schon ein Jahr. Schon ja. Das heißt, du bist relativ schnell, du warst erst ein halbes Jahr dabei,
Ja, so knappes Dreivierteljahr. Und ja. Bist dann schon in die Therapie gegangen. Ja. Und telefonierst aber dennoch immer wieder und immer weiter, immer weiter. Ja. Kann die ja. Therapie auch nicht so doll sein, Mensch. Das muss dann nach einem Jahr, muss das doch ein bisschen im Griff sein. Ja, ja gut, aber es war jetzt halt nicht die einzige Abhängigkeit, die ich zu bewältigen hatte. Ne? Also ist eine ganze Menge da, hängt da schief bei dir. Ja, das hat auch was, wenn man gewisse Labilität hat, wenn man schon ein labiler Mensch ist dann oder eh abhängigkeitsgefährdet, dann... Also, ich wünsche dir nur sehr, dass du davon wegkommst. Und ich halte von diesem ganzen Kram überhaupt nichts. So wie ich es gerade gesagt habe, ich glaube schon, dass Leute das können und das ist auch in Ordnung so. Aber die Gefahren, die damit verbunden sind, sind einfach viel zu groß. Und vor allen Dingen, wenn das dann auch in so eine Abhängigkeit auch noch durch solche Telefonnummern kommt, ist es natürlich schlimm. Mhm. Kann ich dir auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Oder, ja, dann machen wir das so. Ne? Claudia heißt meine Psychologin heute Nacht. Ja. Du legst auf und sie ruft an. Ja, super, vielen Dank. Alles Gute. Schönen Abend noch. Tschüss, danke. Tschüss. Und hier ist Manfred. Hallo Manfred. Hallo Domian. 52. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, muss ich gleich erstmal am Anfang sagen. Wir schaukeln das schon. Ja. Ja. Okay, ich erzähle kurz, worum es geht. Bitte. Ich bin seit meinem 7. Lebensjahr erblindet durch einen Unfall. Und seit vielen Jahren habe ich 3 große... ich sag mal, ein bisschen abgefahrene Lebenswünsche frei. Ja. Der erste war, ich wollte gerne mal nach Amerika. Gut, das habe ich mir schnell und relativ unkompliziert erfüllen können. Wo warst du in Amerika? Ich bin in Kanada gewesen vor 7 Jahren. Ja. Darf ich mal irgendwas kurz fragen? Wenn ich, ein blinder Mensch hat den Wunsch, nach Amerika, nach Kanada zu fahren. So, nach Amerika. Wir sehen einen... assoziieren dann gleich, wir wollen mal New York sehen, wir wollen mal die Niagara-Fälle sehen. Es hat immer was mit Sehen zu tun. Ja. Was hat dich neugierig gemacht? Du kannst ja nur hören und riechen letztendlich. Ja. Und fühlen natürlich auch, aber du kannst ja keine Berge fühlen oder Hochhäuser oder sowas. Nee, das ist richtig. Mir ging es auch hauptsächlich damals darum, das Leben da drüben ein bisschen kennenzulernen. Die Atmosphäre mitzukriegen. Ja, genau. Ja. Also wie fühlt sich Kanada an? Wie hört sich Kanada an, wenn ich da durch die Straßen gehe? Sehr schön, da sprichst du ein sehr gutes Thema an. Ich lebe hier in einer Großstadt in Niedersachsen. Ja. Und wenn ich also in die Fußgängerzone alleine muss, dann tue ich es höchst ungern, weil sehr viel rumsteht an Reklametafeln und so weiter. Ja. Und weil in Deutschland die Fußwege sehr schmal sind. Ah, ja. Und da drüben war es also schon fast Standard, dass die Fußwege 3-mal so breit waren. Dann hast du einen Grünstreifen. Und dann kommt erst die Fahrbahn. Also ich bin, um bei dem Beispiel zu bleiben, in Toronto gerne alleine spazieren gegangen, weil es Spaß gemacht hat. Also ein guter Eindruck von Kanada. Ja. Das war ein großer Wunsch, dort mal hinzufahren. Hast du dir erfüllt? Ja. So, erzähl mal weiter. Der zweite Wunsch war, ich wollte einen ausgewachsenen, lebenden Löwen anfassen. Wow, das ist schon ein bisschen komplizierter, glaube ich. Das war sehr kompliziert. Ja, das glaube ich. Ich habe also in Deutschland 8, bei 8 zoologischen Gärten bin ich gewesen, habe gefragt. Ich habe mehrere Zirkusvorstellungen besucht. Ich habe unter anderem auch an Simonite gefragt. Ja. Das ist eines der besten Dompteure hier in Deutschland. Ja, ja. Der hat sofort abgelehnt. Der hat mich seinen Arm anfühlen lassen. Da war also eine riesen Narbe drauf. Er sagte, wollen Sie das auch haben? Das habe ich mir geholt, weil ich eine Minute nicht aufgepasst habe. Ja. Ne? Und dann bin ich hier in unserer Stadt in Zoo gewesen und der Mann hatte mich, also ich hatte vorher um eine individuelle Führung gefragt, die kriegten Tigerbabys, aber darum ging mir es zwar auch, aber nicht vordergründig. Es sollte ein Löwe sein. Ja. Und er hat mich gefragt, haben Sie noch einen besonderen Wunsch? Und da habe ich gesagt, ich mag es kaum noch sagen, ich war ja schon resigniert. Ne? Und dann habe ich ihm doch gesagt, da sagt er, ich gehe mal weg, ich bin in 5 Minuten wieder da. Ich dachte, oh Gott, was macht der jetzt? Ja. Und ließ sich einfach da so stehen. Ja, und dann kam er wieder, ich sage, wo waren Sie denn? Ich habe einen Schlüssel für einen Raubtierkäfig geholt. Ich dachte, ich habe Schiss gehabt. Da warst du aber aufgeregter wahrscheinlich als hier vor der Sendung, ne? Ja, das glaube ich. Auf jeden Fall. Und er hat da wohl auch ein bisschen geschmunzelt, das habe ich gemerkt, die Situation auch ein bisschen genossen. Ja. Und dann hat er mir kurz die Geschichte erzählt. Wir hatten vor 4 Jahren einen Wurf, eine Löwin, die bekam 2 Junge. Mhm. Das eine hat sie von vornherein verstoßen, nicht angenommen, in die Ecke geschmissen und das andere hat sie sich liebevoll gekümmert. Mhm. Den zweiten habe ich mit nach Hause genommen.
und zusammen mit meiner Tochter großgezogen. Sagte der Zoodirektor, erzählt dir das so, ne? Ja, ja. Und der macht, was ich will. Also dem kann ich kraulen, da kann ich hingehen. Und zu dem sind wir dann gegangen und das hat auch geklappt. Ach. Und das war dann ein 4 Jahre alter Löwe? Ein, ein Männchen? Nee, das war ein Weibchen. Ein Weibchen, ja. Also leider keine Mähne. Aber immerhin, was, nach 4 Jahren sind die ja schon recht kräftig, ne? Ja, war ausgewachsen, ja. Und ich habe mich das Mal erschrocken, als ich die Pranken gefühlt habe. Wo hast du, wenn der dir was Böses will, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Wo hast du denn überall hingefasst bei dem Löwen? Ich habe vorne an den Kopf gefasst, ja? Dann habe ich ihn sogar so an der Kehle gekrault, ja, wie man das bei Hauskatzen macht zuweilen. Mögen die das? Und da kam so ein ganz dumpfes Grollen, also es hat ihm gefallen. Ja. Also Löwen wollen auch gekrault werden? Ja. Und hast du ihm auch so hinten so über den Rücken, den kräftigen... Ja, Rücken gestreichelt und eben mal die Pranke. Und die Pranke, ja. Wow. Toll, und jetzt der dritte Wunsch? Der dritte Wunsch, und da habe ich gedacht, da könnt ihr mir wahrscheinlich helfen. Oh, ja. Ich möchte gern mal bei der Geburt eines Kindes dabei sein. Ach, das möchtest du gerne? Ja. Ja, aber du siehst doch nichts. Ja, einfach nur Atmosphäre spüren, das Erleben, da kommt ein neuer Mensch zur Welt und so weiter. Ja, also du kannst nicht sehen, du kannst nichts anfassen. Ich stelle mir das gerade vor, in Gedanken mache ich die Augen zu, in so einem Kreissaal. Das heißt, da wird wahrscheinlich viel gesprochen, da wird gestöhnt, da hört man Geräte vielleicht und weiß ich was. Diese Atmosphäre möchtest du mitkriegen und auch das erste Schreien des Kindes, vielleicht wenn es dann auf die Welt kommt. Ja. Warum ist dieser Wunsch so groß bei dir? Einfach um das, ich sag mal, um das neue Leben, was auf die Welt gekommen ist, um das einfach mal mitzuerleben. Also ich würde zum Beispiel auch gerne dann, Patenschaft oder sowas übernehmen mit allen Rechten und Pflichten, die damit verbunden sind. Ne? Würdest du gerne dann natürlich wahrscheinlich auch gerne mal kurz das Baby anfassen? Ne? Ja, natürlich. Wenn es dann ginge. Wenn es geht. Ja. Wenn es geht. Du bist nicht verheiratet? Nein. Und das konnte man doch nicht irgendwie mal so im Freundes- oder Verwandtenkreis arrangieren, dass du das mal kannst? Nee, leider bislang noch nicht. Ja? Nee. Also das ist eine Steigerung, ne? Erst Kanada, dann ein Löwe und jetzt eine Geburt, ein Baby. Und dann ist Manfred wunschlos glücklich. Ja, das sicher nicht, aber zumindest... Naja, aber immerhin sind es 3 große. Ja, wie machen wir das jetzt? Dann rufen wir jetzt dazu auf, liebe Schwangeren, ne? Also Menschen, Frauen, die jetzt gerade schwanger sind, ob die bereit wären, dich, Manfred, den blinden Manfred, man muss aber, falls ihr gerade zugeschaltet habt, muss man sagen, dass Manfred blind ist und dass sein dritter großer Wunsch ist, mal bei einer Geburt einfach dabei zu sein. Ja. Und du kannst auch nichts weggucken, ne? Also man muss sich da auch nicht schämen, zumindest was die Optik anbelangt. Aber es ist natürlich ein sehr intimer Vorgang und das müsste jetzt schon ein ganz, ganz spezielles Arrangement sein, dass eine Frau sagt, okay, darauf lasse ich mich ein. Du wohnst in Niedersachsen, sagst du? In Niedersachsen, das heißt, an der anderen nordrhein-westfälischen Grenze. Das heißt, der Radius wäre so Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen? Oder? Ja, also ich bin sehr flexibel. Ich arbeite bei einem großen deutschen Kommunikationsunternehmen und bin auch noch selbstständig tätig als Klavierstimmer, habe selbst einen Wagen und zwei Fahrerinnen, um da eben richtig flexibel zu sein. Also wenn jetzt eine nette Frau aus Berlin sich bei uns meldet, würdest du auch nach Berlin? Das ging. Für den Wunsch fliegst du auch nach Berlin oder nach München? Naja, also München wäre ein bisschen heftig, aber... Großraum Norddeutschland auf jeden Fall. Großraum Norddeutschland. Wir suchen eine schwangere Frau, die Manfred seinen letzten großen Wunsch von seinen 3 Wünschen erfüllt und er möchte gern bei einer Geburt dabei sein. Im Krankenhaus dann, ne? Ja. Ja, also das wäre mir auch noch egal. Eine Hausgeburt wäre auch okay. Ja. Da bin ich aber jetzt mal wirklich sehr gespannt. Also ihr lieben Mädels, wenn ihr das machen wollt, ich meine, ihr könnt euch natürlich kundig machen. Es ist wirklich jetzt auch vielleicht nicht so flapsig gemeint, wie wir es jetzt gesprochen haben. Das ist ja schon eine ernste Entscheidung, wenn man sagt, okay, ich sage dazu ja, dass ein wildfremder Mann mit reinkommt. Vielleicht müsstet ihr euch dann erstmal kennenlernen, telefonieren. Ja, das denke ich auch, das wäre ganz sinnvoll. Ja. Also mailt uns unter domian@wdr.de oder schreibt an einfach WDR-Redaktion Domian 50 600 Köln und dann
könnte man da irgendwas arrangieren? Ach, das wäre toll. Und wenn da irgendetwas arrangiert wird, dann reden wir natürlich nochmal miteinander, das ist ja, ja ganz klar. Ne? Ja, ja, gerne. Mhm. Also, wir sind ganz gespannt, wenn sich was tut, Manfred, ich verspreche, wir reichen es an dich weiter. Mhm. Dankeschön. Alles Gute, tschüss. Und alles Gute noch. Dankeschön. Für deine Sendung. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, nochmal die E-Mail-Adresse domian@wdr.de, wenn ihr den Wunsch von Manfred eventuell erfüllen wollt. Manuela, 31, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Manuela. Ja. Ja. Um was geht's bei dir? Und zwar, es ist so, ich bin seit 13 Jahren verheiratet. Mhm. Aber nicht zufällig schwanger gerade. Nee. Sonst hätten wir gleich schon was basteln können hier. Ja, ja, nee. Nein. Nee, bin ich nicht. Ja. So, es ist so, ja, ich bin 13 Jahre verheiratet mit meinem Mann. Mhm. Habe mich vor etwa einem Jahr von ihm getrennt gehabt. Mhm. Wir haben Kinder zusammen. Mhm. Wie viel? Zwei. Ja. Ja, ich bin halt weggezogen. Und naja, es ging irgendwo nicht mit den Kindern. Die haben nun ja nach ihrem Vater verlangt, mhm, und die Entfernung war auch irgendwo zu groß. Wie alt sind die Kinder? Die sind 6 und 4. Mhm. Mhm. Und ja, dann habe ich mich irgendwo entschlossen, wieder zurückzugehen. Mhm. Er hatte auch eine neue Partnerin. Ich hatte auch einen neuen Partner, ja, von dem ich mich dann halt auch getrennt hatte. Ja. So, nun ist es so, ja, dass ich eigentlich seit letzte Woche weiß, dass er mit seiner, ja, die er vor mir dann halt hatte, ja, wieder was mit ihr halt hat. Und da auch übernächtigt. Also Moment, du bist wieder zurückgekommen. Ja. Und ihr beiden seid auch wieder zusammengekommen. Ja. Du hast dich von deinem Ex, von deinem kurzfristigen Partner getrennt und er eigentlich auch von seiner. Eigentlich auch. Und ja, ihr wohnt auch wieder zusammen. Wir wohnen zusammen, ja. Und jetzt hast du rausgekriegt, dass er mit der Frau, ja, mit der er rumgetuchtelt hat, während du weg warst, ja, doch wieder was hat. Genau. Wie hast du es rausgekriegt? Wie ich das rausgekriegt habe? Ich kam am Wochenende, kam ich nach Hause. Mhm. Und er hatte Vatertag, hatte er hier gefeiert gehabt. Ja. Und ja, dann kam ich dann hier rein, er war nicht da. Er gibt mir immer bestimmte Uhrzeiten mit, wann ich wieder zu Hause sein muss. Mhm. Wenn ich zu Verwandten oder Freunden oder so hinfahre. Wie, er sagt, du musst dann zu Hause sein? Wann? Er sagt zu dir, du musst dann, ja, zu Hause? Ja, du musst dann zu Hause sein. Was und ist wenn denn ich das? Dann nicht zu Hause bin, dann, ja. Was ist denn das für ein Pascha, Mensch? Wo sind wir denn? Ja. Das meint ihr ernst? Ja. Ach. Ja, auf jeden Fall, ja, war ich denn nun schon zu Hause und es, ja, hat mir stutzig gemacht, dass er nicht da war. Ja. Und dann hatte ich versucht, ihn auf Handy zu erreichen, was mir aber nicht gelang, weil er nun nicht rangegangen ist. Mhm. Ja, 20 Minuten später stand er dann in der Tür. Mhm. Ja, und ich guckte ihn dann an und sagte dann nur so aus Flux, ja, wie war's denn bei ihr? Aber du, hast, ja, aber du hast es einfach nur so gesagt? Du hast, ja, es schon vermutet? Ich hatte ins Telefon geguckt, da war zwar die Nummer von ihr drin, ja, aber ich weiß, wenn er was getrunken hat, dass er dann halt den bei allen Leuten irgendwo auch immer anruft. Und die Nummer war da halt drin. Ja. Also, ja, war es so ein Misstrauen bei dir? Es könnte sein, dass er Misstrauen? Da... Misstrauen? Nee, würde ich eigentlich nicht sagen. Ich bin da eigentlich nur durch einen dummen Zufall, weil das Telefon hatte geklingelt und ich kam nicht so schnell ran, ja, und wollte sehen, wer da halt angerufen hat. Ja. Und da habe ich halt gesehen, dass er da angerufen hat. Bei, aha, ihr. Dann hast du gesagt, wie war's? Und dann hat er zugegeben, dass er bei ihr war. Ja, da guckte, mhm, er mich an und sagte, er könnte nicht lügen. Ja, genau. Und das war wann? Ja, das war am... Wann war denn Vatertag? Donnerstag? Donnerstag. Ja, ja, das war von der Woche, ne? Glaube ich ungefähr. Ja, am, ja, Freitag. Mhm. Wie oft ist er jetzt seitdem bei der Frau wieder gewesen? Ja, also insgesamt, glaube ich, hat er hier 2 Nächte geschlafen. Wie bitte? 2 Nächte? 2 oder 3 Nächte. Ist er denn im Moment bei dir? Nein. Auch nicht? Nein. Das heißt, er... Könnte ich nicht anrufen. Er ist im Moment bei seiner Affäre? Ja, genau. Das ist ja heftig, du. Das bedeutet ja im Klartext, dass diese Trennung als andere, als vollzogen ist zwischen ihm und dieser Affäre und dass eure Beziehung, eure Ehe alles andere ist als wieder eingerenkt. Ne? Ja, das ist richtig. Also es ist auch so, ja, wie soll ich das sagen, also im Endeffekt zurückgegangen bin ich irgendwo nur halt wegen der Kinder wegen. Mhm. Ja? Als du dann zurückgegangen bist, habt ihr dann irgendwie so eine Übereinkunft getroffen oder habt ihr euch gefreut? Habt ihr gesagt, wir machen jetzt alles anders und wir machen jetzt alles besser? Oder, ja, lief dann alles wieder so wie vorher? Das, was im
meinen 13 Ehejahren alles passiert ist, also das kann der Mann mir eigentlich nicht mehr gut machen. Mhm. Ja, also er ist auch handgreiflich mir gegenüber geworden und das nicht nur einmal, also man kann es schon überhaupt gar nicht mehr zählen. Und irgendwo stecke ich da drin, ja, es ist irgendwo Angst und ja, überhaupt da richtig wegzukommen. Mhm. Also ja. Wir haben das gerade ja nur so am Rande besprochen und du hast es auch so mit so ein bisschen Lächeln kommentiert. Allein die Tatsache, dass er bestimmt, wann du nach Hause zu kommen hast, von wo auch immer. Ja, das ist richtig. Ich meine, das sagen andere Leute auch von mir, die mich so kennen und auch wissen, wie er ist, ja, dass ich das irgendwo immer noch ein bisschen so ins Lächerliche ziehe. Aber ich denke mir, von meiner Seite aus ist das mehr so die Fassade, die ich dann vor mir aufbaue. Das ist furchtbar, Manuela. Um das halt nicht irgendwo groß zu zeigen. Weil es ist doch so, also es war... Also lass mich mal fragen, auch das möchte ich nicht, dass das so im Nebensatz irgendwie untergeht. Der ist in den 13 Ehejahren und auch bis zum Schluss handgreiflich dir gegenüber gewesen. Mhm. Auch in der letzten Zeit? Ja. Was heißt handgreiflich? Scheuert er die eine richtig ins Gesicht? Ja. Ja. Nicht nur ins Gesicht, halt das, was er halt, dann halt noch so abkriegt. Und zu dem gehst du zurück? Bitte? Und zu so einem gehst du zurück? Ja, es ist immer so ein Ding mit den Kindern. Also meine große Tochter, die war nun bei mir gewesen. Es war auch alles irgendwo vor Gericht gewesen. Meine ganze Familie hält mittlerweile zu ihm. Also ich habe mit überhaupt gar keinen mehr so von meiner Familie Kontakt, obwohl die alle wissen, wie er ist. Und auf einmal war er der Gute und ich halt die Böse, weil ich weggegangen bin. Ja. Obwohl die Familie auch weiß, was da abgeht? Ja. Du hast gesagt, große Tochter, ist das aus einer anderen Beziehung? Nein. Nee, die Sechsjährige. Ach, die Sechsjährige, ja. Die. Mhm. Also die hängt eigentlich sehr an ihm und ja, wenn sie dann halt zu Besuch dann an dem Wochenende bei ihm war, dann wollte sie auch irgendwo nicht mehr zu mir zurück und als Mutter sieht man das ein bisschen anders. Das tut dann schon weh. Kriegen die Kinder das mit, wenn er dich schlägt? Ach so, nee. Das nicht? Nee. Also er ist da schon ganz... Aber die Kinder kriegen natürlich die letztendlich schlechte Atmosphäre in dem Haushalt und in der Familie mit. Ja. Die kriegen auch dein Unglücklichsein mit. Ach, das denke ich nicht so. Wie gesagt, weil ich das halt irgendwo halt auch immer ein bisschen überspiele. Ne? Ich glaube, dass man das letztendlich gar nicht ganz endgültig überspielen kann und dass die Kinder es irgendwann doch mitkriegen. Wie soll das jetzt weitergehen, Manuela? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich meine, er fragt mich auch, wie wir das nun machen und ja... Wäre ihm das denn vielleicht auch sogar recht, wenn es wieder zur Trennung käme? Nee, eben nicht. Weil er sagt, dass er mich liebt. Aber er schlägt dich. Ja, ist ein bisschen makaber, ne? Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass es mir auch mal passiert. Also Manuela, bei allem Respekt, was die Kinder anbelangt, ne, sage ich in solchen Fällen immer, und ich glaube, dass es immer richtig ist, ohne Ausnahme, dass die Frauen gehen sollen. Dass ihr euch natürlich arrangieren müsst für die Kinder, dass dieser Kontakt relativ gut läuft. Aber du musst aus dieser Beziehung raus. Also für dich ist es doch nur Verletzung. Das ist alles nicht so einfach. Also ich bin dann vor Gericht wegen den Kindern und also man hat mir wirklich die deutschen Sachen angehangen, ja. Mhm. Ich hätte sie misshandelt und ich kam damit überhaupt gar nicht klar, ja. Ich sollte, wo meine Jüngste hier noch ein Säugling war, die sollte ich misshandelt haben. Ich meine, wo kommt der hin? Hast du vor Gericht erzählt, dass du geschlagen wirst von deinem Mann? Ja, natürlich, das hat er ja auch zugegeben. Er macht darum kein Geheimnis. Ach so, ja? Ach so, er steht also da auch er, noch zu. Ja, er ist so einer, der steht dazu, ne? Mhm. Aber, das also die Situation so hinstellt, das hätte ich nicht gedacht. Ja, also die Situation ist verfahren, die Situation ist kompliziert, da es schon Gerichtsverhandlungen gab. So dass wir das gar nicht jetzt in ein paar Minuten hier bereden können. Ja. Natürlich sagt mir mein Gefühl und mein Verstand auch, die Manuela muss da raus. Aber so einfach ist es eben nicht. Ja, ne? Ich meine, das sagen alle zu mir, also so jetzt meine Freunde und so. Aber die können alle leicht reden. Ja, ist mir klar. Wenn ich in dieser Situation drin ist, die können immer gut sagen. Ja, ich weiß, dass man das leicht dahin sagt und ich weiß auch, dass die Frauen dann oftmals große Probleme haben, das in die Realität umzusetzen. Jetzt habe ich ein großes Problem, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber wir wollen dich jetzt nicht hier rausschmeißen oder alleine lassen. Ich bitte dich nur aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an, Manuela. Ja, ist gut. Ja, bis gleich. Alles Gute. Gut. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht in der Technik. Volker Thake. Morgen wieder 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schöne Nacht. Bis dann.
ist 2 Uhr am Freitag, dem 28. Mai. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Die Themen